Mein Name ist Caroline Tonus. Ich bin Chefärztin der Abteilung für Allgemeine Viszeralchirurgie in der Asklepios Klinik St. Georg und ärztliche Direktorin. Zudem mit Leib und Seele Chirurgin und deshalb verantworte ich auch den operativen Part bei der intraoperativen Strahlentherapie. Ich bin Silke Tribius, ich bin die Chefärztin des Hermann-Holthusen-Instituts für Strahlentherapie an der Asklepios-Klinik St. Georg hier in Hamburg und Mitglied des Asklepios-Tumorzentrums in Hamburg. Ich verantworte den strahlentherapeutischen Teil in der intraoperativen Strahlentherapie. Ja, die Operation an sich ist eigentlich erstmal so wie herkömmlich. Ganz wichtig, der Chirurg versucht immer so radikal wie möglich den Tumor zu entfernen. Und dann würde ja normalerweise bisher der hübsche Verschluss des Bauches erfolgen. Und da kommt der Zwischenschritt. Der Chirurg weiß ja genau, wo der Tumor zu liegen kam, hat das gefühlt, hat das gesehen. Und deshalb können wir so zielgenau diese Strahlen, diesen Strahlenapplikator genau dort platzieren, um dann mit den Kollegen zusammen die intraoperative Bestrahlung durchzuführen. Natürlich haben wir uns im Vorfeld der Prozedur interdisziplinär abgestimmt. Es gibt einen Tumorkonferenzbeschluss, wo wir gemeinsam interdisziplinär die intraoperative Strahlentherapie empfehlen. Und wenn Frau Professor Tonus einmal den Tumor entfernt hat, kommen wir als Strahlentherapeuten dazu, in dem Fall ich oder meine Kollegen. Wir schauen uns genau das Tumorbett an, wo die Chirurgin sagt, dort ist der Risikobereich, dass möglicherweise mikroskopisch verbliebene Zellen da sind. Wir werden das Zielgebiet quasi definieren, den sogenannten Flap auflegen, den digitalisieren, sodass wir eine räumliche Vorstellung von diesem Flap haben. Dann werden wir die Physik hinzuziehen. Die wird dann einen Bestrahlungsplan erstellen, nachdem ich die Dosis festgelegt habe. Und die richtet sich natürlich dann nach der Lokation des Tumorbetts, nach Risikoorganen in der Umgebung. Und dann wird quasi die eigentliche Strahlentherapie durchgeführt. Die dauert in der Regel irgendwie zwischen 40 und 60 Minuten. Der Patient wird hierfür in einen extra Schutzbereich geschoben, wobei natürlich der Anästhesist ganz engmaschig den Patienten weiter über multiple Kameras natürlich auch monitort. Und wenn alles vorbei ist, wird der Flap entfernt. Frau Professor Tonus schließt den Bauch und wir sind alle glücklich, wenn das gut gelaufen ist. Es ist kein Standardverfahren, es ist ein Verfahren für lokal fortgeschrittene, große Tumoren, die tief eingedrungen sind oder aber für Tumore, die wiedergekommen sind, die wir Rezidive taufen. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich fragen, wo, welche Tumoren? Ich bin Bauchchirurgin, das kann man im Grunde fast bei allen Tumoren des Verdauungstraktes anwenden. Schwerpunkte sicherlich im Bauch ist der Enddarmkrebs. Aber auch ganz besonders bei bösartigen Weichteiltumoren, die natürlich auch an Armen oder Beinen zu liegen kommen können. Die wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass der Tumor resektabel ist, denn diese Art der Brachytherapie macht nur Sinn, wenn wirklich nur minimal, also mikroskopisch verbliebener Tumorrest bestehen bleibt. Ansonsten reicht diese Flap-Technik nicht, um wirklich in die Tiefe zu reichen. Der Patient muss internistisch gesund genug sein für diese lange Narkose, der muss dem natürlich zustimmen und es muss technisch an der Stelle sein, die natürlich für uns als Strahlentherapeuten auch machbar ist, technisch machbar ist. Aber ansonsten gibt es eigentlich nur wenige Situationen, wo man sagen muss, das geht nicht. Der Eingriff ist natürlich maßgeblich durch den operativen Part geprägt. Kleiner Tumor, kürzere Zeit, großer Tumor, auch mal ein paar Stunden. Und dann kommt der Zwischenschritt der intraoperativen Bestrahlung. Der hängt dann mal nicht von uns Chirurgen ab, sondern von der Frischheit, nenne ich es mal, der Strahlenquelle. Dauert ungefähr, je nach Größe, zwischen 30 und 60 Minuten. Und dann wird der Eingriff zu Ende gebracht. Der Patient natürlich über eine Aufwacheinheit irgendwann wieder auf Station verbracht, je nachdem, wie schnell er sich erholt. Und wir als Chirurgen begleiten bis zur Entlassung. Punkt. Und danach übernehmen die Strahlentherapeuten. Wir wollen immer in einem Fenster von ungefähr, sagen wir mal, 4 bis 6 Wochen bleiben, um dann die ja noch ausstehende Bestrahlung, die von außen kommen wird, über die Strahlentherapeuten zu applizieren. Der größte Vorteil ist natürlich, dass wir in den Situs gucken, also in den Bauch, in das Becken hinein. Und wir können genau sagen, dort müssen wir bestrahlen. Normalerweise oder traditionell
nimmt der Chirurg Clips und Clip markiert das Tumorbett, Bauch wird zugemacht, dann machen wir eine Computertomographie und sehen diese Clips in dem Tumorbett und wir richten uns danach. Aber wenn wir natürlich direkt vor Ort sind, kann man das genau festlegen, genau sehen, diesen Flap sauber zuschneiden und genau dort bestrahlen, wo man bestrahlen möchte, also quasi ohne große Unsicherheit. Und das ist der größte Vorteil. Wir können auch Risikoorgane an die Seite schieben mit Bauchlappen, mit Instrumenten, sodass wir wirklich fast uneingeschränkter Dosis applizieren können und sind nicht durch Risikoorgane behindert oder limitiert, was die Dosisverteilung und Dosisapplikation anbelangt. Und der dritte große Vorteil ist, dass quasi mit der intraoperativen Strahlentherapie können wir den Teil der externen, der in der Regel dann auch noch folgen muss, deutlich verkürzen um 1 bis 2 Wochen, was für den Patienten natürlich auch Lebenszeit spart.